Aus der Kurve heraus sollten Sie mit dem 911 GT3 gleichmäßig beschleunigen. Das Porsche Doppelkupplungsgetriebe ist perfekt abgestimmt. Falls Sie selber schalten möchten, gibt es eine Besonderheit im 911 GT3. Die manuelle Schaltrichtung am Wählhebel ist analog zu den Rennfahrzeugen im Motorsport ausgerichtet. Das bedeutet nach hinten hochschalten, nach vorne zurückschalten. Beim Beschleunigen aus der Kurve gilt es, das volle Potenzial des Motors zu nutzen. Auf der Geraden sollten Sie sich am rechten Fahrbahnrand orientieren, denn das ist schließlich die Ideallinie. Passen Sie auf, dass Sie nicht zu weit auf die Curbs kommen. Der 911 GT3 hat eine außergewöhnlich gute Traktion, aber abseits der Ideallinie sammeln die Reifen Schmutz auf und Sie verlieren Grip und damit auch Zeit. Denken Sie vor der nächsten engen Kurve daran. Langsam rein, schnell raus.